Engelkühlboxen, eine Legende. Das ist eine Schwingverdichtung und zwar ist das 70-jährige Technik von Fichtel und Sachs in Deutschland gebaut. Und das hier ist ein Schwingverdichter von Sawafuchi aus Japan. Und das hier ist die Steuerung. Eine Legende, die vielleicht war. Nach mir nicht, aber nach Gesetz werden diese Kühlboxen verboten. Sämtliche Engel dürfen nicht mehr im Verkehr gebracht werden. Wir haben das Energiegesetz, das Energielabel, wo man weiß nicht was, und da gibt es mobile Kühlgeräte. Und eine Box, die das Energiekategorie F und G hat, darf man nicht mehr in der Schweiz in Verkehr bringen. Sämtliche Engelkühlboxen sind Kategorie F. Die sind ehrlich. Die bescheißen nicht wie andere. Aber dass sie sich kategorisieren mit der Kategorie F, dürfen diese Geräte nicht mehr verkauft werden. Es liegt aber daran, dass zum Beispiel in der Verordnung drin steht, Kühlgeräte oder mobile Kühlgeräte sind Geräte, die über 12 Volt, 24 Volt, Gas, Petrol, Brennstoffe betrieben werden und auch elektrisch. Und sobald ein Gleichrichter drin ist oder ein AC-DC in Konverter im Englischen, darf die Box, geht es nicht mehr unter mobiles Kühlgerät. Nur Engel ist das mobile Kühlgerät, das es gibt seit über 60 Jahren. Aber wie funktioniert so ein Engelverdichter? Dieser Engelverdichter, beide sind immer noch seit 70 Jahren gleich, die laufen mit 20 Volt 50 Hertz oder 60 Hertz. Mit 12 Volt komme ich hier über diese Steuerung rein, 12 Volt, und hier, das ist ein amerikanisches Modell, über 110 Volt 60 Hertz. Ich wandle diesen 12 Volt um in 20 Volt Rechteck Strom 50 Hertz. Und wenn ihr das Teil hier auseinander nehmt, dann seht ihr, das ist ein Transformator. Alte Technik, robust und so weiter. Kein Thema. Hier kommen wir mit dem 110 Volt rein oder 230 Volt rein, 50 Hertz über den Transformator raus mit 20 Volt 50 Hertz. Wir haben also kleinen Gleichrichter. Ein Transformator, ein reiner Transformator ohne irgendwas, ist ein reines AC-AC. Wir bleiben bei 50 Hertz, wir ändern nur die Spannung. Diese Geräte sind an sich nicht unter dieser Kategorie, sind nicht labelpflichtig. Nach mir. Aber Engel hat die jetzt eingestuft als Kategorie F und sind somit in der Schweiz nicht mehr verkaufbar. Es folgen weitere Videos über den Schwachsinn, Energieverordnung, Energiegesetz und so weiter. Das ist ein Gesetz, was wirklich neben den Schuhen liegt. Ich nehme nochmal andere Geräte drauf. Und somit wünsche ich euch nach dem Link hier ein schönes Wochenende.